Der Geschäftsführer der Integrationswerkstätten GmbH Niederlausitz, Tino Jörke, wird ab Juli neuer Präsident beim Lions Club Senftenberg. Vizepräsident wird der Landtagsabgeordnete Wolfgang Roig. Weiterhin im Vorstand tätig bleiben Karl-Heinz Treitschke, der Kaufmann Jean Meyer sowie Axel Matz. Die Wahl des neuen Vorstands erfolgte beim Monatstreffen des Lions Clubs am Dienstag im Strandhotel Senftenberg. Bei dem Treffen wurden auch neue Mitglieder begrüßt. Neben dem Schwarzheider Unternehmer Stefan Böhnisch engagieren sich künftig auch Ortrans Bürgermeister Nico Gebel und der zukünftige Intendant der neuen Bühne Daniel Ries für wohltätige Zwecke in der Region. Das Benefizkonzert an diesem Sonntag in der neuen Bühne Senftenberg ist seit Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen des Lions Clubs Senftenberg. Die Erlöse kommen gemeinnützigen Einrichtungen im Lausitzer Seenland zugute.